war's jetzt. Wir waren jetzt komplett 1,4 unterwegs und 12,3. Das langt eigentlich. Gell? Das ist schon viel. Das ist schon viel. So sieht es dann aus. Also, die Jungs wissen natürlich jetzt ganz genau, dass das Ziel ist eigentlich. Also wir verlagern das Ziel nach dem Ziel. Dann laufen die auch sauber und bestimmt rein. Hey, really? Hallo, Süßer? So, jetzt müssen wir natürlich jetzt schnell arbeiten, damit wir die Bube all noch zu ihrem Futter kommen. So. Jetzt lauf. So ab. Manchmal von vorne, manchmal von hinten, je nachdem. So, jetzt lauf! Jetzt lauf! Jetzt ab! Ab! So, gleich haben sie alles ausgefressen. Ausgesoffen. So, da steht schon normalerweise vor einer Gehorsam. Sollte man nicht dulden. Also das machen wir auch nicht. Als erstes kommt hier der Lieder-Liere. Mesh! Das mag ich hier. Das ist eine saubere Kommandoreaktion. Gell? Fein! Und dann, wo ist der Bus? Wo ist der Bus? Du bist ein Feiner, ja! So. Gell? Komisch da. So. Zaccato! 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 Ausziehen lassen! Ja, fein! Ja! Milan! Oh, riecht! An dem sieht man auch, wie die Belastung der Hunde sind. Wenn die noch hier gut ausführen, gut hochspringen können, dann weiß man, dass man gut trainiert hat. Wenn sie nur noch kriechen, dann ist es scheiße gelaufen, das Training. Ja, fein, der ist ja genau, der kommt jetzt, gell? Das weiß er. Alle hopp hier, du Subdominanter. Quarz, komm her, Quarz. Quarz, Quarz, hey, Quarz, komm. Ja, fein. Fein. Wir kontrollieren auch gleich nochmal. Wie sie in der Kondition stehen. Zaccato! Bleiben! Bleib! Bleib! Zyklon! Zyklon! Langsam. So, kaputt! Oh, jetzt sind die ausgezogen. Das geht nicht hier. So. Komm. Oh, kleines hier. Zaccato, das ist dein nächster Partner beim Liedlaufen. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert dann mit euch so. So, alle in den Zwinger verbracht.
alles steht ruhig da und noch keine Scheiße gekratzt. Also wir haben das also so gemacht jetzt, dass wir also jetzt erst trainieren und danach, hier kommen sie alle nochmal raus und werden eben die Zwinger versäubert. Das spart ungefähr eine Stunde Vorlauf. Mit dem Wetter nochmal eine Stunde Vorlauf oder zwei Stunden, das heißt hier also, jetzt ist es halb nach 20 vor 11. So, baue ich das Kamera noch ab und dann ruft der Teufel das Internet. Und dann gucke ich mal rein, was der unflätige Dinge, die wir uns wieder geschrieben haben. Das sind vielleicht Spinnen, sage ich euch. Wir haben keine Ahnung. Null. Also weniger wie null. Und manteln sich auf in diesen Foren, dass es absolut nur so kracht. Daher nur Kundus. So sieht man also nach dem Training dann aus. Und ich stehe ziemlich hoch. Aber na gut hier. Ah, hier sieht die Kamera aus. Ganz schlimm. Na gut. Aber es muss alles gezahlt werden, Männer. Denkt dran.